Einen wunderschönen guten Abend hier im Lipsius-Bau, eine Etage unter der wunderbaren Designausstellung. Heute, 19. Januar, haben wir das große Glück, gleich vier exzellente Expertinnen eingeladen zu haben. Und zwar sehen Sie zu meiner Linken, ganz links, Renate Müller, Dr. Ingrid Adler, die, muss ich dazu sagen, die Witwe von Karl-Heinz Adler, um dessen Werk es heute im weiteren Sinne mitgehen wird. Dann Wilfriede Maas, die von ganz weit aus von der Ostsee zu uns gekommen ist. Und Sabine von Oettingen, jetzt kann man schon Halle sagen, ja. Mhm. Alle vier Damen, die mich heute so wunderbar umgeben, haben mit Gestaltung, Ästhetik im weitesten Sinne zu tun. Aber was besonders interessant ist und was auch mit der Ausstellung zu tun hat, ist, dass die ihre Reifephase oder die, das Reifen der künstlerischen, der kreativen Arbeit sich in der DDR-Zeit zugetragen hat. Und dafür gibt es eine ganze Menge Gründe und es gibt auch sehr interessante Gründe, warum eine große Originalität aus den jeweiligen Gestaltungsarbeiten spricht und eine Einzigartigkeit, die wir aber feststellen können, wenn wir auf die gesellschaftlichen Verhältnisse in der DDR schauen. Ich wäre jetzt nicht politisch, im Gegenteil, wir wollen Fragen erörtern, zum Beispiel Materialknappheit oder wie war es als Freiberuflerin in dem Land, wo es sowas eigentlich nicht gab oder ja, Geld verdienen, was hat das für eine Rolle gespielt für die Kreativität? Also das sind die Dinge, glaube ich, als Kunsthistorikerin sagen zu dürfen, die die Form, die ästhetische Form und die Inhalte der jeweiligen Gestaltung mit beeinflusst und beeindruckt. Ich höre immer wieder bei den Recherchen über diese zu dieser Zeit, sagen wir mal 60er, 70er, 80er Jahre, höre ich immer sehr viel, dass es gerade die Beschränkung war und die Einschränkung, die zu besonders explosiver Gestaltung oder Gestaltungskraft geführt hat. Und da möchte ich gleich mal beginnen mit Sabine von Oettingen. Sie ist, wie soll man, Modegestalterin, aber das wäre nur ein Bruchteil dessen, was Sie eigentlich tun. Wie hat das bei Ihnen begonnen als junge Frau in der DDR und hat dann dazu geführt, dass Sie wahnsinnig interessante und nicht konforme Modeevents organisiert haben? Also kurz und knapp. Reden Sie noch einfach mal los, ich bin dann. Also eigentlich wollte ich Keramikerin werden, übrigens. Wie Wilfriede Maas. Ja. Und dann hatte ich in Saalfeld auch eine Lehrstelle bekommen, die aber erst ein Jahr später hätte stattfinden können, als ich aus der Schule gekommen bin. Bin 1979 aus der Schule gekommen und brauchte praktisch für dieses eine Jahr eine Arbeit. Und weil ich schon vorher im Pantomimentheater vom Prenzlauer Berg sowohl Masken als auch Kostüme gemacht habe, im erstmal ganz unprofessionellen Sinne. Aber das heißt, dass Sie auch schon mit Theater und Aufführungspraxis und Körpersprachen vertraut waren? Ja, wir waren ja alle im HDOT früher und da war im man Haus der Jungtalente in Berlin. Da war man in allen Zirkeln, die dieses Haus zur Verfügung stellt. Und für mich war schon immer diese Theaterrichtung, die war ziemlich interessant. Und als ich dann dieses Jahr überbrücken musste und der Abschnittsbevollmächtigte ja dringend wartete, wo geht denn die Sabine nun hin ab September, habe ich die Theater schnell abgeklappert und habe in der Werkstatt bei Eddie Fischer eine Stelle bekommen als Hilfsarbeiter, als Kascheur, um dieses Jahr zu überbrücken. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann diese wunderbare Lehrstelle in Saalfeld abgeschrieben habe, weil ich wusste, ich will doch nicht wirklich Keramiker werden. Und mit Ton arbeiten ging auch bei Eddie Fischer. Da haben wir
eben Kostümplastiken gemacht. Ich konnte nebenbei im Pantomimentheater unter Eberhard Kube die ganzen Sachen auch sofort anwenden, Masken bauen, Kostüme machen, Kostüme und auch große Figuren und was weiß ich. Und da kommt dann ja auch diese ganz leidenschaftliche Handwerklichkeit bei Ihnen mit ins Spiel. Auch diese, ich meine, muss man sicherlich auch eine Begabung haben, so feine Dinge zu modellieren und gestalten zu wollen. Naja, das hat man dann gelernt bei Eddie Fischer, aber nähen konnte ich schon vorher. Meine Mama hat mir schon Nähen beigebracht. Seit ich 11 oder 12 bin, kann ich nähen und habe auch schon in der Schule Jeans verlängert, Keile reingenäht, Reißverschlüsse reingenäht, Kohle gemacht ein bisschen. Und dann sollte ich von Eddie Fischer aus tatsächlich Kostüm- oder Bühnenplastik studieren hier in Dresden. Dazu hatte ich aber keine Lust. Habe mich dann auch ein bisschen blöd angestellt bei der Prüfung, weil ich wirklich nicht studieren wollte. Habe dann nebenbei mit dieser Modegeschichte angefangen, die über Scheib dann in den Räumen von Helga Paris stattfand. Also das waren dann schon Mode-Events, die in der alternativen Kunst- und Kulturszene in Berlin über die Bühne ging, mit einer ganz wilden Mixtur aus Punks und Bohems und wahrscheinlich auch Stasi-Mitarbeitern. Aber darüber wollen wir ja nicht sprechen. Und das waren aber dann tatsächlich auch Highlights, also wo auch Öffentlichkeit ihren Arbeiten... Die erste Show war noch nicht so öffentlich, die war eben privat bei Helga in der Wohnung und da waren viele Künstler anwesend. Mhm. Und daraus ergab sich dann auf einmal... war ein Angebot vom Brecht-Club da, dann sollten wir im Brecht-Club auftreten und dann HDJT und dann ging das ohne Ende weiter mit diesen Modeschauen. Also die habe ich immer vom Pantomimentheater eigentlich aus gemacht, weil dort hatte ich mein festes Atelier. Da habe ich fürs Pantomimentheater gearbeitet und habe aber immer nebenbei auch genäht für wilde Verkäufe am Wochenende, die dann FKK-Strand hießen oder Flohmarkt. Ja, FKK-Strand ist super easy, weil die Leute da keine Scham haben, sich auszuziehen. Die sind schon nackt. Da kommen die nur vorbeispaziert und probieren was an. Das war richtig cool. Also ich bin in den 80er Jahren aufgewachsen. Als junge Frau war das natürlich eine sehr, sehr wichtige Geschichte, sich durch Kleidung auch heben zu können von der breiten Masse. Natürlich waren unsere Kreationen aus gefärbten Bettlaken dann doch wieder recht uniform. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch ein einträgliches Geschäft war, diesen Hunger junger Frauen und Männer nach einer etwas schicken und auffälligeren Bekleidung zu stillen. Ja, also wir Schneider, wir Hersteller, wir konnten wirklich alles nähen. Also alles, was man sich irgendwie vorgestellt hat. So einen großen Hunger hatte ich persönlich dann nicht. Und vor allen Dingen war ich jetzt auch nicht derjenige, der damit unbedingt viel Geld verdienen wollte, weil viel Geld war ja nicht nötig in der DDR. Die 328 Mark, die ich bei Eddie Fischer verdient habe, die haben ausgereicht im Monat für Auto, Motorrad, Miete, Essen gehen, Kino und ein bisschen, das hat gereicht. Also... ich bin jetzt nicht diejenige, die viel Geld verdienen wollte. Und wollte ich damit nicht. Nee, ich wollte nur sagen, weil da musste ja wieder gerattert werden. Dann musste viele von diesen Kleidern nähen. Und dazu hatte ich nie Lust. Ich mache immer gerne nur Einzelstücke. Jetzt, wir kommen nochmal zurück auf die kreativen Nischen und auch die Materialfragen. Das wird auch noch ganz wichtig werden. Jetzt würde ich sehr gerne Wilfriede Maas befragen. Die Frau von Oetting hat gerade gesagt, es gab diesen Hunger nach Dingen, die es nicht im Laden regulär zu kaufen gab. Das betrifft dann auch Frau Müller, ihre wunderbaren Spielzeugfiguren. Das waren Dinge, die waren einfach entweder knapp oder wurden gar nicht hergestellt erst. Und ich kann mich auch erinnern, dass Keramik, um ein Lebensgefühl auszudrücken in einer Wohnung, sagen wir mal, in einem Altbau mit Ofenheizung, da gehörte Keramik einfach mit dazu. Das war auch wie eine Art Distinktionsmerkmal, dass schöne Gegenstände eine Rolle spielten. Und im Grunde genommen haben Sie ja begonnen als... freiberufliche Keramikerin in den 70er Jahren und haben dann so richtig den Boom dieser Nachfrage erleben können. Ist das so? Ja.
Ja, genau. Wir sind in Pankow, gab es eigentlich aus dem Blumenmarkt so im Herbst heraus einen Markt. Wir sind da mit den Kartons, mein Lehrling und ich, wir sind da angekommen und man hatte kaum Ruhe, die richtig zu öffnen. Sofort wurde man umstürmt und hat da die Lehrlingstassen und dies und das, also das, was wir zu Anfang hergestellt haben, war ja auch noch niedrigpreisig, ganz schnell verkauft, ja. Ja. Und dann war es weg. Und können Sie vielleicht ganz kurz Ihren Weg zur Keramik erläutern? Ich habe das erst in unserem Vorgespräch zu meiner großen Verwunderung oder eigentlich ist es peinlich, dass ich es nicht wusste, erfahren, dass Ihr Vater Walter? Nee, Wilhelm Löber. Wilhelm Löber, der letzte Töpfer war, der am Bauhaus in der Dornburg-Töpfer Ausbildung seinen Abschluss seinen Gesellen gemacht hat. Ja. Sprechen Sie gerne drüber. Naja. Wie das war, mit einem Bauhäusler sozusagen aufzuwachsen. Ja. Nein, das war ja zu Hause kein Thema. Ich war das siebte Kind und da war schon Bauhaus lange vorbei. Ne? Also 1925 hat er den Gesellen gemacht. Ich bin 51 geboren. Und meine Eltern haben, mein Vater wurde später Bildhauer, meine Mutter hat Malerei an der Burg Hiebenstein studiert, die haben sich da kennengelernt, haben dann mit Glück in Ahrenzob von den Eltern ein kleines alten Teil eines Bauerngehöfts geschenkt gekriegt und haben das ausgebaut. Das im Kuhstall wurde Atelier, oben drüber wurde noch ein Wohnraum, also haben da 2 Jahre ausgebaut und dann lebten sie dort. Und mein Vater hatte noch Atelier in Berlin und pendelte viel hin und her. Und dann war Krieg, er war im Krieg und kam wieder. Und als Bildhauer nach dem Krieg und meine Mutter als Malerin, also sie hungerten richtig. Und uns Kindern wurde im Dorf auch Hungerkünstler hinterher geschrien. Deswegen habe ich mich als Kind immer geprügelt. Und dann fing sie in der Mitte der 50er Jahre mit Keramik an, weil er das eben mal gelernt hatte. Und er wusste, da können dann die anderen auch mitmachen. Und es gab noch eine andere Familie, die auch so. Und dann wurde die Keramik installiert. Aber mein Vater wusste, wie viel Aufwand für eine gute Töpferei das Drehen ist. Und hat dann, was er auch sehr gut konnte, Formen gemacht, sodass man das überformen und reingehen. Und sie haben erstmal nur handgeformte Keramik gemacht. Und mein großer Bruder, also meine eine große Schwester, Lini Schamal, hatte Baukeramik im Weißen See studiert. Und mein anderer Bruder, Friedemann Löber, hatte in Heiligendamm Baukeramik studiert. Und der kam also dann. Sie hatten mir erzählt, dass von den 8 Kindern 5 in die Keramikrichtung gegangen sind. Ja. Das ist ja wirklich dynastisch, kann man sagen. Ja. Also meine älteste Schwester, Germanistin, hat dann hier in Dresden im Antiquariat gearbeitet und ist dann aber nach Arnsub zurückgekommen und hat dann eben auch angefangen zu töpfern. Also weil sie hätte nur Lehrerin werden können, das lag ihr nicht. Ne? Und der Bruder, der hat ja auch eine bestimmte Rolle für Sie gespielt in der Ausbildung? Ja, genau. Ich war dann der erste Lehrling, er war aber Baukeramiker. Er lernte das Töpfern selber erst gerade. Also es war eine sehr interessante Lehre, wo wir alle zusammen lernten. Und man lernt eben nach dem Facharbeiter dann noch sehr lange weiter. Aber was interessant war, dass ich meine Berufsschule in Meißen hatte und immer nach Dresden und Leipzig in die Museen aus. Also da sind wir hingegangen, besonders Völkerkundemuseum, und haben uns immer Keramik aus allen Jahrhunderten angeguckt. Und zu Hause habe ich, das wusste ich erst später, in den großen Familienalben, in denen ich gerne geblättert habe, auch immer ein paar Seiten mit Keramik gesehen. Formen, Töpfe, Sohne und Sohne, konstruktivistische. Und wie ich jetzt hinterher weiß, war das eben Teil eines Albums, was mein Vater vom Bauhaus mitgebracht hatte. Das waren also seine Bauhausformen und die habe ich eben einfach unbewusst konsumiert. Ja, dass das dann mehr so eine intuitive Lehre gewesen ist, als weniger, dass Ihr Vater Sie an Ideen oder dergleichen oder Ästhetiken rangeführt hat. Ja, mein Vater hat leider die Familie verlassen, da war ich 14, 15, also ich kam nie dazu, mit ihm über diese Sachen zu reden, die mich nachher brennend interessiert hätten. Ne? Also das habe ich dann im Nachhinein so ein bisschen mitgekriegt, was das eigentlich für ein interessantes Leben gewesen ist. Die Dankeschön. Die
Formen, die Sie da so instinktiv aufgenommen haben, die, wo Sie heute auch sagen, das hatte viel mit dem Bauhaus zu tun, das sind geometrische Formen, geometrische Grundkörper, die dann in der Keramik additiv verwendet werden, also auf und zueinander gesetzt in einer Art Modularität, was eigentlich eine schöne Überleitung ist zu Ingrid Adler beziehungsweise zu Karl-Heinz Adler, der als sehr junger Mann aus dem Vogtland im Grunde genommen auch vom Bauhaus inspiriert wurde und Gestaltungsideen oder Gestaltungsstrategien später noch und noch viel später in seinem Werk immer wieder verwendet hat. Und da war vielleicht auch nicht alles bewusste Verwendung, sondern wie war das, als der junge Karl-Heinz Adler mit diesen Ideen der Moderne, der Bauhausmoderne in Berührung kam? Wie müssen wir uns das vorstellen? Also zunächst auf dem Dorf, wo er aufgewachsen war, in Rentengrün, hatten die Eltern, der Vater war ja Musikinstrumentenmacher, hatten die nur eine Bibel. Mehr gab es an Büchern nicht. Und er ist ja dann nach Plauen und dort an die Kunstschule für Textilindustrie. Und dort gab es einen großartigen Lehrer, der Walter Löbering. Der war Karl Banzer Schüler und Robert Sterl Schüler. Und der war begeistert für die Philosophie. Und der hatte ihm auch erzählt, dass an dieser Schule das Bauhaus auch mitgewirkt hat. Also Klee hat dort Vorlesungen gehalten. Und dadurch kam Karl-Heinz das erste Mal mit diesem Problem in Berührung. Er ist ja dann nach Dresden zum Studium an die Akademie. Er hat ja bis 57 ganz realistisch gearbeitet. Und dann kam auf einmal... Das Diplombild mit dem jungen Pionier, was ein zauberhaftes Bild im fast renaissancehaften Duktus ist. Mhm. Und dann änderte sich alles. Also was du jetzt ansprichst mit dem, das war, sollte die Diplomarbeit werden. Der Freundschaftsratsvorsitzende wollte der Loma damals, dass er das macht. Und da hat dieser Freundschaftsratsvorsitzende hatte immer eine Locke in der, jeden Tag, die Locke hing in der Stirn. Und da hat Loma gesagt, ein Freundschaftsratsvorsitzender hat keine Locke in der Stirne zu haben, der muss gekämmt sein. Und da hat man erstmal ihn abgelehnt mit der Diplomarbeit. Und Bergander hat dann auch die mündliche und schriftliche Prüfung, wollte er ihn auch nicht geben. Aber wie das so oft, das Leben spielt anders. Der Hans Grundig, bei dem er ja dann auch mitstudiert hat, hat es durchgesetzt. Er hat also das Diplom gekriegt. Aber jetzt zurück zu deiner Frage auch. Wie er eigentlich dazu gekommen ist, von diesen realistischen Werken zur konkreten Kunst zu kommen. Also es war ja nun ein gewaltiger Sprung. Und da muss man sagen, wenn er hatte ein Angebot an die Technische Hochschule, in die Architektur zu kommen. Also was jetzt technische was TU jetzt die ist, TU ja. ist, die ja. hieß damals in den 50er Jahren noch Technische Hochschule. Und das hat er auch angenommen für Bauplastik und Aktzeichnen. Hat er gern angenommen, aber hat gleich gesagt, ich würde gern die Lehrpläne umstülpen. Denn jetzt, wo die Industrialisierung im Bauwesen, in der Architektur immer mehr Fuß fasst, kann man nicht mehr kunsthandwerklich an die Außenfassaden. Das muss anders werden. Und da hat er mit den Studenten, das waren die 50er Jahre, die ersten Baukästen entwickelt. Und dazu kam auch seine Materialforschung. Ihn hat also unglaublich interessiert, dieses wunderbare Türkisblau, dieses Selünblau an der
Prunkstraße in Babylon von Xerxes. Und können wir vielleicht noch einen Moment verweilen bei diesen Baukästen? Das ist nämlich, glaube ich, was auch Frau Müller sehr interessiert. Ich merkte schon, wie ihre Augen blitzten. Diese Art kollektiven Erprobungswerkstätten, wahrscheinlich hat man das damals nicht Workshop genannt, aber dort haben sich ja auch erst aus dem Kleinen dann tatsächlich bis zur Realisierung solche Stadien ereignet. Ja, an der TH haben die kleine Baukästen entwickelt mit den Studenten und da konnten die Studenten erstmal kreativ damit arbeiten. Und später ist ja dann das plastische Formsteinsystem entwickelt worden, 68, was in Berlin bei Stuck und Naturstein hergestellt wurde. Mit Friedrich Kracht hat er das ja entwickelt. Und das sind dann die großen plastischen Quadrate, also Quader dann gewesen, die man eigentlich immer wieder aneinander ansetzen konnte. Bauhaus ist immer drin, aber auch ein Baukastensystem. Auch ein, natürlich. Da würde ich jetzt ganz sehr gerne Inga, danke schön, zu Frau Müller überleiten und ihrer Art und Weise, Spielzeug in interaktiven Landschaften zu gestalten, aber auch in so einer modularen, aufeinander aufbauenden Form. Und der Bauhausbezug, den wir hier ja schon seit einiger Zeit wie einen kleinen roten Faden laufen haben, der ist bei Ihnen ja vielleicht der allerstärkste durch Ihre Lehrerin Helene Häusler. Ja, und Frau Häusler war ja meine Lehrerin, wie gesagt, an der Fachschule für Spielzeug in Sonneberg. Sie stammte nicht aus dem Bau aus, direkt in der Tradition, aber sie hat ja in München studiert gehabt, Kunstgewerbeschule und hat dann noch Kindergärtnerin gelernt in Kassel. Also sie hat auch einen Kindergärtnerinnenabschluss gehabt und das war natürlich, war sie prädestiniert auch für Spielzeuggestaltung, klar. Sie hat ja als junge Designerin oder Gestalterin, hat man damals gesagt, kam sie von München nach Sonneberg in einen Spielwarenbetrieb und hat mit gewissen kleinen Erfolgen sich da einen Namen gemacht, ist dann wieder weggegangen und kam nach dem Krieg 48 wieder nach Sonneberg und ist dann in die damalige Fachschule für angewandte Kunst nach Sonneberg. Da gab es ja Spielzeug, Glas, Keramik noch, die Ausbildungen. Und dann zu meiner Zeit, als ich 64 bis 67 dort war, hat sie dort das Fach Textilgestaltung unterrichtet, als Textilspielzeug. Und hat natürlich von beiden Seiten, was ja beim Spielzeug wichtig ist, einmal diese Begeisterung für Kinder uns vermittelt. Ja, logisch, Kinderspiele war ja nur der Inhalt. Dann Friedrich Fröbel ist ja auch in der Tradition der Thüringer, ist ja Nachbarschaft von uns fast, Bad Blankenburg und Oberweißbach. Und natürlich dann diesen ganz klassische künstlerische Ausbildung als Spielzeuggestalter. Also sie hat uns alles mitgegeben. Und sie war also vor dem Krieg, war sie in Thüringen quasi in einer Zeit und dem Landstrich, wo das Bauhaus noch, noch präsent war. Und sie hat auch in der Tradition uns beeinflusst. Also sie hat eben gesagt, elementare Formen verwenden, minimalistische Formen. Und wir waren natürlich fixiert eigentlich. Wir sind ja alle eigentlich nach dem Studium in die Spielzeugindustrie gegangen. Also ich glaube 90%, einer ist zum Sandmännchen oder ein Ehepaar ist hier in die Redaktion von Sandmännchen gekommen. Aber die Mehrheit, ob die ins Erzgebirge sind oder in Sonneberg geblieben sind, im Umfeld bei uns war ja Spielzeugindustrie in jedem Ort präsent. Und also wir sind schon für die Industrie ausgebildet worden. Also dass ich dann später mich selbstständig gemacht habe über Kunsthandwerk Formgestaltung im Künstlerverband, und das war ja eigentlich die Ausnahme. Also ich war wirklich dann ein bisschen eine Ausnahme. Die meisten sind bis zur Wende dann in der Spielzeugindustrie auch als Gestalter geblieben. Aber Frau Häusler hat uns halt auch damals den Blick dafür vermittelt, für
Kinder mit Einschränkungen uns auch zu engagieren. Also nicht nur ganz normales Spielzeug, was dann in Massenproduktion in der Industrie hergestellt wurde, sondern sie hat dann gesagt, Kinder, denkt immer dran, es gibt auch Schwächere, die müssen wir auch mit unterstützen. Wir müssen Entwicklungsverzögerungen mit berücksichtigen und macht euer Spielzeug so, dass es über lange Zeit für die Kinder interessant bleibt, dass es mit ihren Entwicklungsphasen mitwächst sozusagen und dass es auch dann wirklich zu Ikonen für die Kinder wird, nicht nur so Wegwerfspielzeug. Und es geworden. Ja. Ich komme da noch drauf zurück. Die Inklusion heute ein großes Modewort, wo man sich manchmal fragt, hat es das früher nicht gegeben? Natürlich hat es das nicht gegeben. Sie ist noch nicht so, ja. Sie ist nicht so. Und ein anderes Modewort ist Nachhaltigkeit. Mhm. Und da möchte ich ganz gerne zu Ihrem Markenzeichen überleiten, und zwar den großen Spieltieren aus, ja, Rupfen. Aus Rupfen, das ist vielleicht nicht jeder und jedem geläufig, aber auf alle Fälle ist jedem geläufig der Mehlsack und der Zuckersack oder genau. was auch immer, Säcke, ja. Sackleinen genau. Oder sowas. Also es war so, dass Frau Häusler eigentlich, also in der Spielzeugindustrie war alles softig und plüschig und so weiter, ja, Puppen wurden halt auch mit hübschen Kleidchen ausgestattet und die Frau Häusler war etwas, eine sehr dominante Persönlichkeit. Und die hat dann ihren Studenten gesagt, kommt Kinder, jetzt es war ja auch die Zeit, wo die Hippie-Ära war, wo alle etwas alternativ sich auch gekleidet haben. Wir haben ja auch als Kinder schon unsere Klamotten, wie man heute sagen würde, selber genäht. Die Mutti hat genäht, die Oma hat genäht und da wurde halt aus Stoffresten, auch gerade ich bin 45 geboren, nach dem Krieg wurden noch alte Mäntel vom Opa umgearbeitet, haben halt das eben war einfach Recyceln, die Nachhaltigkeit, die ist ja eigentlich eine Lebensweise gewesen. Ist uns ja in die Wiege gelegt und das ist ja bis heute so. Ich kann ja auch nichts wegwerfen. Ich nähe immer noch mal was für die Enkelkinder draus oder für mich selber. Aber wie gesagt, dieses Rupfenmaterial, das ist der Begriff Rupfen, ist ein leinenbindiges Gewebe, was aus dem Mittelalter stammt, der Begriff. Und Frau Häusler hat den Mädels, den Studentinnen mal gesagt, kommt, jetzt macht ihr mal aus sowas eure Modelle. Also hat ein paar Zuckersäcke auf dem Tisch, das war Ende der 50er Jahre, ich habe ja dann erst 64 dort studiert. Ja, und da hat halt jede Generation der Studenten oder Studentinnen, mehrheitlich waren es Mädels, haben dann halt eine Figur, irgendein kleines Spielzeug aus diesem Sackleinen gemacht, ja. Und so entstanden halt einige Studentenmodelle, die dann einfach da waren. Und die Frau Häusler hat bis 66 dort unterrichtet bei uns und ist dann in Ruhestand gegangen, durfte ja nach dem Westen fahren. Das war ja auch ein Grund, dann hätte sie die Lehrtätigkeit nicht aufrechterhalten können. Und wir haben dann halt jedes Studienjahr, musste von den Vorgängerstudienjahren dann auch mal Stücke nacharbeiten, so als Übungssachen, ja. Und dann, als Frau Häusler aufhörte, hat sie dann gesagt, hören Sie zu, Renate, Ihre Eltern haben einen Spielwarenbetrieb und das ist Ihnen doch wie auf den Leib geschrieben, das Material. Versuchen Sie doch mal, vielleicht können Sie es in Kleinserie im elterlichen Betrieb dann herstellen. Und da hat mein Vater dann auf mein Drängen hin die Rechte für diese ersten drei Studentenarbeiten erworben. Und also mit allen zukünftigen Rechten. Also das waren drei Stücke. Nashorn, Ente, Würfel von Studentinnen. Nashorn, Ente, Würfel. Nashorn, Ente, ich bin wieder so schnell. Nashorn, Ente und Würfel, ein kleiner Würfel. Und die drei Stücke sind eigentlich so das Grundgerüst für meine über 50-jährige Arbeit auf dem Gebiet jetzt. Und bevor ich jetzt nochmal zurückkomme zu den Materialien und der Kreativität, die aus der Knappheit entsprang, würde ich doch Wilfriede Maas einmal bitten, da kurz zu rekapitulieren, was Ihre erste und wahrscheinlich unwahrscheinlich heitere Begegnung mit den Arbeiten von Renate Müller waren. Ja, ich war mit meinen beiden kranken Kindern in der Christburger Straße in Berlin in der Kinderklinik und da waren dieses dreieckige, und das war immer die Rettung. Die Kinder konnten da gut drei Stunden spielen und man war froh, dass die Zeit verging und die sich amüsierten und alle Kinder. Also das war einfach wunderbar. Ja, der Vorteil war ja auch, dass man wirklich
Am Anfang ja nicht, aber dann später, dass doch einige Kindergärten und Behinderteneinrichtungen Kinderkliniken die Stücke auch bekamen. Ja, das war am Anfang ja nicht der Fall. Da wurden ja wirklich nur Einzelstücke hergestellt, in Einzelanfertigung. Also ich weiß, zur ersten Messe habe ich mit Frau Häusler zusammen zwei Nashörner zusammen gefriemelt, wie man sagt. Ja, die wurden dann bei uns gestopft. Das sind ja Holzgestelle innen drin. Das sind ja aufwendige Arbeiten. Ja. Und dann kam halt zur ersten Leipziger Messe, habe ich dann halt noch was dazu gemacht, unser Herbstmesse wieder, und so hangelten wir uns eigentlich von einer Messe zur anderen, aber das war ja immer nur der Bonbon, den mir mein Papa zugestanden hatte. Der hat mir gesagt, wenn du deine andere Arbeit im Betrieb machst für die 50 Mitarbeiter, genug neue Entwicklungen, dass wir zur nächsten Messe Ems für so und so viel 100.000 DDR-Mark dann verkaufen, dann mach dann im Stübchen oben auf dem Boden dein therapeutisches Spielzeug. Ja. Also ich persönlich habe nie ein Krokodil oder Nilpferd von Frau Müller in freier Wildbahn gesehen. Ich habe es wieder gesehen im Museum of Modern Art in New York. Aber das erste Mal, glaube ich, auf einer der beiden letzten Kunstausstellungen DDR. Also, wo es aber auch auf die junge Frau, die ich war, ich hatte jetzt kein Interesse an Kindern großartig, aber es hat einen starken Eindruck gemacht, wegen seiner auch skulpturalen Knuffigkeit, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Und auch diese, es war was anderes, es war was Besonderes, ähnlich wie ihre Kreation, ähnlich wie ihre Keramiken. Das war was Ungewöhnliches, was man, oder auch ähnlich wie Karl-Heinz Adlers Arbeiten aus Karton, Pappe, Glas. Das war einfach auch was Erfrischendes, so eine Andersartigkeit zu begegnen. Aber jetzt zu Frau von Oettingen und der Frage des Materials. Wir haben also in den letzten Jahren ist ja viel geforscht und gezeigt worden zu der alternativen Szene in der DDR, eben auch zu diesen Modetheatern, schick, charmant und dauerhaft und allerlei rau. Und immer wieder und wieder wird geradezu stereotyp betont, dass da mit Erdbeerfolie gearbeitet wurde. Es wurde mit Erdbeerfolie in der Tat gearbeitet, aber warum wurde mit Erdbeerfolie gearbeitet und was waren noch andere Materialien, mit denen Sie... Also vor allen Dingen war mir wichtig, dass ich Material verwende, was es eben in der DDR auch zu kaufen gab. Also durch meine Arbeit im Pantomimentheater konnte ich auch in so einem Laden einkaufen, wo ich jetzt vergessen habe, wie das hieß. Wie hieß das? Künstlerbedarf. Ja, Künstlerbedarf. Also da gab es schon auch Batiste und ein paar andere Stoffe. Aber für die Modenschau, für unsere Gruppe, da kristallisierte sich doch heraus, dass Kathi die Seidensachen genäht hat. Katharina Reinwald, ja, war so seidespezialisiert. Frieda hat gestrickt und ich war immer mehr für die groben Frieda und schweren Stoffe. Frieda von Wild. Die Tochter von Sibylle Bergemann. Genau. Das war also eine Strickkönigin. Gang wie Pech und Schwefel, diese schick, charmant und dauerhaft Damen. Ja, also Frieda hat dann auch später, als wir in West-Berlin alle waren, bei Claudia Skoda gestrickt, weiter gestrickt. Und also Shows haben wir ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Oh, Entschuldigung, und wenn man vom Stricken redet, verliert man schnell mal den Faden. Nee, wir waren bei dem Material. Das geht folgendermaßen. Die Entscheidung. Also was mir wichtig war, wir hatten nämlich eine große Show im HDJT und da gab es mal wieder im Haus der jungen Talente und da gab es mal wieder eine schwerwiegende Diskussion, dass wir nicht stattfinden dürfen, weil Bürger A und B und C diese Kleider, die wir da vorführen und diese Klamotten nicht kaufen können. Und dann habe ich gesagt, könnten sie aber, weil ich habe ja alle, also für mich war das eben so wichtig, dass ich genau kein Material aus dem Westen von Oma angeschleppt bekommen wollte, sondern ich wollte genau das verarbeiten, was es gab. Und meine Nähmaschine und meine Hände ließen zu, dass ich wirklich alles vernähen konnte, was mir unter die Finger kam. Und durch Zufall kam dann diese Erdbeerfolie, weil ich eine große Schwarz-Weiß-Kollektion genäht habe für die Schlussnummer, für die CCD-Shows. Weil immer das Entree und die Schlussnummer sind immer so wichtig und die müssen besonders opulent sein. Wo andere Designer Brautkleider vorführen, klischeehaft. Ja, auch. Und
weil wir in der Schlussnummer auch immer diese Duschspray versprüht haben und Sektflaschen schon geschüttelt haben und sowas alles. Deshalb habe ich ein Material gesucht, was natürlich abwaschbar ist, weil wir konnten das ja nicht jedes Mal neu nähen für die nächste Show. Und dann wollte ich schwarz-weiß machen zu einem Film, zu einem Singing in the Rain. Und dann bin ich auf die Erdbeerfolie gekommen, ein bisschen robuster als schwarze OP-Tüten aus der Charité. Das habe ich halt ausprobiert, ging nicht richtig. Dann muss man ja auch was finden. So, heute gibt es Teflon-beschichtete Füßchen, das ist alles ganz schick. Früher gab es das ja nicht, da musste man Butterbrotpapier dazwischen nehmen. Und die Schwarz-Weiß-Geschichte hat sich dann in einem Duschvorhangladen, was es ja gab in der DDR, der war 9 Quadratmeter groß und dann gab es wunderbare Auswahl. Und da habe ich diesen Duschvorhang Schwarz-Weiß dazugenommen und habe diese große Kollektion dafür genäht, die jahrelang, also in den CCD-Shows die Schlussnummer war. Genau, und dann habe ich diesen Menschen, die uns die Show verbieten wollten, gesagt, wir könnten auch noch die Schnitte runterwerfen vom Steg und auch die Material, den Laden, wo man das kaufen kann. Und dann können sie sich das auch selber nähen, was soll daran verboten sein? Mhm. Manchmal helfen die richtigen oder die blödesten Argumente. Ne? Frau von Oetting, dieses Material hat natürlich auch einen bestimmten künstlerischen Zugang geprägt, jetzt abgesehen von ihrer Handwerklichkeit und ihrem sowieso schon ausgeprägten Vorstellungsvermögen. Aber diese Kleider, diese Kreationen sind ja fast wie Skulpturen. Das hat sich dann ja noch verstärkt später mit der Gruppe Allerlei Rau und dem Leder. Mhm. Hätten Sie sich heute oder damals, wie auch immer, als Künstlerin betrachtet, weil das ist ja im Grunde genommen in diesem Grenzbereich zwischen Gestaltung, angewandter Kunst und freier Kunst alles vonstatten gegangen. Ja, habe ich eigentlich schon zu der Zeit, weil ich war ja auch parallel dazu Kostüm- und Bühnenbildner, habe dafür 1985 aus purem Fleiß diese offizielle Arbeitsgenehmigung bekommen, wo andere, ich hätte eigentlich ja studieren müssen, studieren wollte ich nicht, habe dann so viel assistiert und habe so viel arbeiten können an Theatern parallel. Also ich habe immer parallel Theaterarbeit gemacht, in der Volksbühne, im Deutschen, in Schwerin, in Halle, an der Oper mit Konvitschny 86 große Ausstattung gemacht und habe dafür auch einen Berufsausweis bekommen. Und die Modegeschichte, die lief so parallel und durch die Shows, die dann in Allerlei Rau gipfelten und auch wirklich einen Kunstcharakter hatten, auch mit Thematiken drunter, die waren einfach abgehoben. Es ging nicht darum, die Leute zu beglücken, komische Klamotten zu kaufen oder zu haben. Darum ging es eigentlich nicht. Es ging natürlich auch um eine Aussage, um Lebensgefühl zu vermitteln. Ja. Wir konnten einfach irgendwie machen, was wir wollten und haben dafür noch eine Bühne gekriegt. Und zwar tolle Bühnen. Also das steigerte sich ja bis hin zu großen Theaterbühnen, die man uns aufgebaut hat. Ja, ja, dieses Lebensgefühl, da musste ich jetzt auch dran denken. Ich schrieb über Sibylle Bergemann und die Fotos von Frieda von Wild, wie die Mutter ihre Tochter porträtiert, teilweise in Kreationen von Ihnen oder von später Allerlei Rau. Und dann trat bei einer so einer Großperformance trat Panko, die Rockgruppe, die eigentlich sensationell war aus der DDR. Ich will immer aber sagen, da muss ich mir selber auf die Finger hauen. Nicht aber, es war eine sensationelle Rockgruppe und da gab es eben auch Songs, zum Beispiel Er will anders sein. Also das zog sich als so ein Mantra durch ein ganzes Lied oder über ein Mädchen. Das hatte Aufruhr in den Augen. Also das hat unwahrscheinlich zu diesem Lebensgefühl, was Sie jetzt auch beschreiben, gepasst. Und zwar am Ende auch kein Wunder, dass aus Ihren Reihen Gestalterinnen die Bühnenkostüme für die Rockgruppen Silly und Panko und so weiter geschneidert haben. Genau, das muss ich nur sagen, das war auf keinen Fall ich, das war immer Katharina Reinwald und Angelika Kroger, die haben Allerlei Rau ins Leben gerufen. Ich habe da mitgemacht, ich war zu der Zeit schon in West-Berlin, ich bin ja vorher ausgereist und habe dann in West-Berlin auch eine Show gleich mitgemacht, East-West Fashion Show, das war dann Ost-West-Berlin. Ich war die Ost-Berliner Designerin, eine West-Berliner Designerin kam dazu
und East West, New York und San Francisco, zwei Amerikanerinnen. Also ich habe eher diese spaßigen Shows mitgemacht, zu den allerlei Rauschshows, da war ich eher so Gast, bin dann immer rübergefahren, habe da mitgemacht. Aber die Konzepte dahinter und auch die Texte, die Angelika Kroker, da, wie gesagt, das war nicht so richtig meine... Nee, aber ohne sie und schick, charmant und dauerhaft hätte sich weitere Modetheater nicht entwickelt. Ich würde jetzt gerne weiter bei dem Thema künstlerische Arbeiten bleiben und diesen wunderbaren Zufall, das weiß ich nicht, aber irgendwann hat Wilfriede Maas begonnen, mit Künstlerinnen und Künstlern an der Keramik zusammenzuarbeiten. Und das ist schon eine Sternstunde, dass sich das so gegeben hat. Es sind sehr, sehr, sehr viele Künstler, das liest sich teilweise wie ein Who's Who, das nicht angepasst, der nicht angepassten oder nicht so stark angepassten Ostkunstszene. Ralf Kerbach hat bei Ihnen gearbeitet, Helge Leiberg, Walter Libuda, dann Angela Hampel, Carla Wojnica, Cornelia Schleime, Christine Schlegel. Das ist unwahrscheinlich, hat das floriert und offenbar hat diese Keramik einen großen Reiz auf die Künstlerinnen und Künstler ausgeübt. Wie kommt denn das? Ja, ich glaube, das war das Gesamtpaket. Also die Werkstatt, in der was entstand. Und dann durften sie auch mal zu Anfang ein verunglücktes Stück. Und dann waren die so scharf drauf, dann durften sie richtig mal was machen. Und Kerbach reiste aber dann schon bald aus. Er hat eben die erste schöne Kanne bemalt. Tasse unter Tasse, existiert nur noch die Kanne, das andere wurde verbraucht in den 40 Jahren. Aber einer guckte dem anderen über die Schulter und wollte auch. Außerdem war einfach vorher mit den Lesungen und den anderen Sachen und dann mit Sascha, der seine druckgrafischen Bücher hinten... Wenn der Name Sascha fällt, geht es um Sascha Anderson, seines Zeichens Dichter und sagen wir mal Subkulturorganisator. Ja, mit dem lebte ich dann zusammen und er hatte hinten seinen Raum und machte druckgrafische Bücher mit Angela Hampel zum Beispiel und Elke Erb. Und dadurch, dass die Angela Hampel durch meine Werkstatt musste nach hinten, dann war ihr Interesse da. Und dann haben wir uns verabredet zum Zusammenarbeiten. Ne? Und Sie haben auch erzählt, dass die Keramik jetzt mal als Bildträger oder Leinwand, die hat Sie auch wieder zu anderen Lösungen, also um das sozusagen malereiförmiger zu machen, inspiriert. Ja. Also es gibt durchaus Parallelen in Ihren, ich weiß nicht, Lithografien mit bestimmten Effekten und Keramiken, die zur gleichen Zeit entstanden sind. Sie hat thematisch auf beiden Materialien das Gleiche gearbeitet, auch in einer ganz adäquaten Art und Weise, kann man sehen. Ja. Angela Hampel, ja, aber auch ansonsten haben Sie auch an der Form auch gearbeitet, um die quasi für die Künstlerinnen... Ja, das wurde mir dann klar gemacht auch, dass ich eben in den Formen, dass das eben ein Bildgrund wird und eine ganz schlichte, einfache Form. Also da habe ich dann mich drauf eingelassen und meine Formen haben sich etwas verändert dadurch. Also sie wurden, ja, Bildträger und, dann auch. Also ehrlich gesagt, ich kann mir das nicht so richtig erklären, was gerade die Maler, diese sehr männlichen und oft auch in der Subkultur von sehr großen Macho-Gebaren geprägt waren, was die plötzlich an dieser Keramik so faszinierend fanden. Naja, es gab Vorbilder, ne? Wer war das Vorbild? Picasso. Picasso. Das war also gar kein Problem. Macho und Keramik geht irgendwie dann auch zusammen. Können Sie, haben Sie auch Künstler gehabt, Künstlerinnen, die ihre eigenen Formen gemacht haben, also die nicht... Ja, na klar. Ja, verschiedenste Ausstellungen, da haben dann auch Bildhauer und andere eigene Sachen gemacht und dann haben wir eben auch kombiniert. Ich habe auf Bestellung Rohformen gedreht, die noch weich weiterverarbeitet wurden oder einen Tag standen und dann, also Uta Hünninger hat sehr schön, ich habe nach ihren Entwürfen
Dosen, also immer zwei rund eine Kugel, also zwei Körper, die eine Falz hatten, wie eine Dose waren. Sie hat obendrauf plastisch dann die verschiedensten Sachen, da gab es nur eine Ausstellung mit diesen Sachen. Und das war dann schon in den 90er Jahren, das war dann nicht mehr in den 80er Jahren. Und Libuda, Walter Libuda, dem ich eben auch auf Wunsch Schüsseln und Tüllen und Becher und Röhren verschiedenste Sachen gedreht habe, die hatte er dann zur Verfügung, hat die zerschnitten und kombiniert und hat da mit eigenen geformten Sachen große plastische Sachen. Also und, ja, wunderbare, ja, fantasievolle, ja, fantastische, ja, Landschaft, ja, ja, geradezu, die, ja, dieser eigentlich, denke ich, auch geniale Maler, ja, ja, bei Ihnen dort hingelegt, genau, hat. Arbeiten heute noch Künstlerinnen und Künstler bei Ihnen? Ich hatte vielleicht vor zwei Jahren noch mal Angela Hampel oder vor einem Jahr auf Durchreise mal kurz ein paar kleine Sachen, eigentlich nicht mehr. So, ich habe auch meine ganze Produktion etwas weiter runtergefahren. Das muss man auch lernen im Alter, dass man dann so viel macht, wie gut tut und nicht mehr. Ja, aber also es bleibt ja diese unwahrscheinliche Geschichte, ja, und es bleiben auch sehr viele, also Sie haben gesagt, verbraucht, sehr viele nicht durch den Gebrauch, ja, eliminierte, ja, Keramikgefäße in Ihrem Umfeld. Und ich, ja, besitze im Übrigen auch ein Keramik-Servi, ja, was von dem Dresdner Maler Christopher Simpson bemalt wurde. Das, ja, wurde mir geschenkt als, ja, Honorar für eine Rede, die ich, ja, bei Ihnen in der Galerie hielt, Anfang der 90er Jahre. Ja, ja. Also es lebt ja weiter, solange, ja, es kann, ja, unversehrt, ja, meine ich. Ja, ja. Von der Keramik zur Keramik. Ingrid, du hattest es schon angedeutet, Karl-Heinz Adler war an Materialien sehr interessiert. Es war ihm auch kein Material zu niedrig, um damit künstlerisch zu arbeiten. Aber vielleicht könntest du tatsächlich noch mal auf diese Einladung eingehen, dass er nach Südfrankreich zu dem Keramiker von Picasso fuhr und selbst auch, ja, Picasso dort traf. Also Karl-Heinz hat ja selbst viel Keramik gemacht. In der Zeit nach dem Malereistudium, als er in den 50er Jahren, was ich sagte, an der TH bei den Architekten war. Und da hat ihn besonders dieses Türkisblau, Azurblau, Babylon und, ja, diese alten, wo wir das eben auch herkennen, interessiert. Und er wollte mit einem Kollegen, mit dem Harry Schulz, die haben da Tag und Nacht gearbeitet, gerne dahinter steigen, wie dieses Blau zustande gekommen ist. Und das haben die tatsächlich geschafft, haben damals auch viele Zeitungen darüber geschrieben. Und das ging bis nach Südfrankreich, bis zu Valérie. Und da hat Léger, Bignon und Picasso, die haben eine Einladung ans Ministerium geschickt und das wurde erstmal abgelehnt und dann sagte man, also da muss schon der Picasso selber die Einladung schicken und das war auch so. Und da ist mein Mann 1957 mit Harry Schulze zwei Monate nach Valérie und ist auch zu Picasso eingeladen wurden und dort haben sie sich über dieses wunderbare Blau unterhalten. Und er sollte mit ihm auch einen Auftrag in USA machen, aber Karl-Heinz wollte zurück in die DDR. Er dachte ja, dass es hier auch noch mal ein wenig anders wird, was ja sehr spät anders geworden ist, und er ist zurück. Und dann hat er, was die Materialien betrifft, auch Haftmatten entwickelt mit Friedrich Gracht, die für die Vorfertigung der Wände in der Architektur gedacht waren, wo man eben die Wandbilder gleich in die industrielle Bauweise mit einbinden kann. Wo sich Keramik quasi mit der, ja, industriellen Oberfläche verbindet. Granulat, ja, ja, das ist Granulat, was sie auch entwickelt haben. Genau, und das sich mit der Haftmatte dann verbunden
hat. Ja, das waren so die... Da ist ein Patent sogar dabei rausgekommen? Ja, der hat ja 15 Schutzpatente und 9 Verfahrenspatente entwickelt. Mhm. Und ja, das muss man vielleicht auch sagen, es war ja, wir hätten das Leben gar nicht ausgehalten, weil die konkrete Kunst vom Staat, von den Kulturideologen nur als Dekoration aufgefasst wurde. Und Dekoration oder dekadent? Das war fast identisch. Und das war auch der Grund, weshalb er sich dann für die ästhetische Umweltgestaltung und architekturbezogene Kunst so beschäftigt hat, Systeme entwickelt hat, Methoden, die aber für die freie Kunst sowie für die angewandte Kunst möglich waren. Und zwar mit vorgefertigten, einfachen geometrischen Elementen. Seine erste konkrete Werkgruppe 1957 hat ja mit geometrischen Elementen, die er immer wieder geschichtet hat, um Raum zu assoziieren. Ihm ging es in all seinen Werkgruppen und in etwas abgeschwächter Form auch in der ästhetischen Umweltgestaltung darum, dass man die Gesetze, die auch in der Natur liegen und im Universum, also Chaos und Ordnung, Unendlichkeit, Endlichkeit, Licht, Schatten, also diese Naturgesetze, die unser Sein im Grunde bestimmen, dafür wollte er in der bildenden Kunst etwas schaffen, was der Wahrnehmende begreifen kann. Das gilt ja eben glücklicherweise nicht nur für die bildende Kunst, denn wenn wir vor einer Fassade zum Beispiel des Pullman Hotels, was damals glaube ich Neva hieß, diese beiden Seitenfassaden, die aus Formsteinen, gleichartigen Formsteinen gestaltet sind, oder wenn wir vor Formsteinmauern stehen, die ja durchlässig sind durch die dadurch, dass die Steine ja Öffnungen freilassen, dann kommt eigentlich zwangsläufig dieser Gedanke an die Modularität von Natur oder Blossfeld, Häckel, Strukturen, die dem organischen Leben abgeschaut sind und auf so eine gewisse Gestaltungsphilosophie verweisen. Mhm. Ich glaube, das ist auch darüber denken wir gar nicht viel nach, wenn wir hier oben in der Ausstellung die Formsteine von Friedrich Kracht und Karl-Heinz Adler uns anschauen, dann erscheint uns das gar nicht so als das Vordergründige. Aber wenn wir es in großen Zusammenhängen sehen, diese seriell angeordneten Elemente, dann wird einem das schon klar. Ja, und vor allen Dingen die Monotonie unserer WBS 70 Serie damals. Der Block, Plattenbauten. Die Plattenbauten, da war es eben doch sehr, sehr wichtig, dass plastische Trennwände mit eingebunden werden oder an den Fassaden eben plastische Wände, damit der dort wohnende Mensch überhaupt seinen Eingang wiederfindet. Denn es war ja sowas von monoton. Und diese Wände, die haben ja teilweise auch was Pflanzliches, ganz Dynamisches. Ja, ja, ja. Raum und Tiefe. Alles, was wir in der Natur... Naja, und in meiner Überleitung wieder zu Frau Müller... muss man ja auch sagen, oder auch bei Ihnen, Frau von Oettingen, es wird in dieser Gesellschaft, die gemeinhin als langweilig und restriktiv wahrgenommen wird, gibt es Strategien, und die gibt es nur in dieser Gesellschaft, die sozusagen verbotene oder diffamierte Phänomene einschmuggeln. Und was Karl-Heinz Adler gemacht hat, er hat im Grunde genommen formalistische, also geometrische Skulpturen in den öffentlichen Raum eingeschmuggelt. Es hieß halt architekturbezogene Kunst. Und
bei Ihnen ist das ja auch, Frau Müller, eklatant, also auch dieser künstlerische Wert dieser skulpturalen Gestaltung. Vielleicht auch die Erziehungskonzepte, die zusammen mit ihren Spielzeuglandschaften kamen, das waren vielleicht auch nicht unbedingt die offiziellen Erziehungskonzepte der DDR. Also das waren ja, vielleicht können Sie dazu noch... Ja, es war ja so, nachdem ich dann in der Industrie aufgehört hatte, nach der Verstaatlichung unseres Betriebes, war ich ja noch bis 76 noch bei Sony tätig und habe mich dann... das ist das Spielwaren, der große Betrieb, der in Sonneberg etabliert war, und da gehörte ja auch das Kombinat Spielwaren dazu, was alle DDR-Spielzeughersteller vereint hat. Und da war ja das Institut und der Sitz von der Kombinatsleitung Spielzeug war ja in Sonneberg und die Schule, also es war alles gebündelt in unserem Landkreis, der eigentlich nur 3 Kilometer von der bayerischen Grenze war. Wir waren ja teilweise Sperrgebiet und so. Also. Und dort hatten man, also eigentlich alle Betriebe, Spielzeugbetriebe der DDR, wurden von da aus gemanagt, wie würde man heute sagen. Ja. Und auch Professor André hat ja erst dann 66 in Halle die Sektion Spielmittelgestaltung eröffnet. Also ich wäre liebend gern nach Halle gegangen, aber bis 67 gab es, also als ich fertig war mit dem Studium, hieß es dann, Familie, jetzt komm mal und arbeit endlich was in der Firma, wir warten auf dich. Ja. Und durch den Künstlerverband hatte ich halt die Chance, auch weil das vorhin schon mal angesprochen wurde, in so ein Künstlerkollektiv zu kommen. Wir haben dort im Verband Bildende Künstler, Sektion Kunst, Handwerk, Formgestaltung viele gleichgesinnte Kollegen getroffen, die von Halle, von Heiligendamm, aus Schneeberg kamen, von Dresden und sonst wo. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wir haben doch eigentlich alle das gleiche Anliegen. Wir wollen tolle Sachen für Kinder machen, ob jetzt Unikatstücke oder für die Industrie Kleinserien oder auch Kunst am Bau. Und das war ja damals auch so ein Highlight, Kunst am Bau. Und da bekamen wir dann über Ausschreibungen halt Aufträge und haben die als Kollektiv, also als Arbeitsgruppe Kind-Umwelt, haben wir die dann auch teilweise gemeinsam realisiert. Also wenn jetzt einer zum Beispiel einen Auftrag bekommen hatte, also den Wettbewerb gewonnen hatte und hat gesagt, Mensch, das Ding ist doch ein bisschen groß für mich. Ich frage den und den, weil ich weiß, der ist da vielleicht noch versierter in Holzgestaltung, in Metallgestaltung oder in anderen Dingen. Und da waren wir teilweise 12 bis 15 Leute in in Thüringen. Da gehört am Anfang Erfurt, Gera, Suhl dazu. Und wir haben dann 79 war Jahr des Kindes, Weltjahr des Kindes, war für uns natürlich ein toller Aufhänger. Und da haben wir dann 1980 unsere Arbeitsgruppe Kind Umwelt, und das war auch noch der 200. Geburtstag von Friedrich Fröbel. Also wir hatten da irgendwie auch einen guten Stern erwischt, und wir haben dann wirklich auch großen Respekt erlebt. Und das Schöne war ja beim Spielzeug, da hast du nicht vordergründig politische Themen. Du kannst immer sagen, wir brauchen das für Kindergärten, wir brauchen es für Kinderkrankenhäuser, wir gestalten Spielbereiche in der Stadt, wir machen kinderfreundliche Stadtgestaltung und so. Und das war für uns eigentlich auch ein bisschen wirklich ein Glückstreffer. Ja, weil das dieses unter Thema unter dem ideologischen Radar hat's reingepasst, und wir konnten frei künstlerisch arbeiten, wie wir wollten. Aber was ich eben nochmal sagen wollte, ist, Sie haben ja im Grunde genommen auch pädagogisch gearbeitet, weil ja, klar, mit ihren Gestaltungen kamen ja pädagogische Konzepte, die ja vorher noch nicht vielleicht so im Bewusstsein waren oder nicht mehr. Ja, in der Arbeitsgruppe war zum Beispiel auch die Steffi Engelstädter, Kinderpsychologin aus Weimar, die dann nach der Wende Kinderbeauftragte der Stadt Weimar war, auch über die Zeit, wo Weimar europäische Kulturhauptstadt war. Und bis dahin hatten wir ja auch noch Kontakte, wir haben auch dort Projekte zu der Zeit noch als Gruppe realisiert. Ja. Also wir haben da ganz tolle Erfahrungen gemacht. Und vielleicht nochmal, Frau Müller, ganz kurz, dazu natürlich die, wie alle anderen Industrien in der DDR, das betrifft ja die Textilindustrie genauso wie die Schwerindustrie, ist auch die Spielwarenindustrie mit ihrem Zentrum Thüringen-Sonneberg bald nach der Wende, neudeutsch gesagt, abgewickelt worden. Aber für sie hat sich dann ja auch geboren aus dieser Vertrautheit mit pädagogischen Konzepten und ganzheitlichen Beschäftigungsansätzen, hat sich ja für Sie eine wunderbare Aufgabe in Japan entwickelt, der Sie
wie lange nachgekommen sind? Also 17 Jahre habe ich mit den japanischen Kunden zusammengearbeitet. Aber wie gesagt, das Problem für mich war ja, nachdem ich aus der Industrie raus war, im Künstlerverband, musste ich eine neue Arbeit mir suchen und habe halt dann viele Jahre Spielplätze gebaut. Mhm. Aber wirklich von der Idee bis zur letzten Schraube, wir hatten ja nur Maurerfacharbeiter mit dem Abitur noch gelernt. Und dann, das kam mir dann auch nach der Wende sehr zugute. Also alle Aufträge, Spielplätze war mit einem Schlag weg. Ja. Und plötzlich traf ich auf der Messe in Nürnberg, die einzige Messe, die ich besucht habe, nachdem ich von der Treuhand die Rechte für das therapeutische Spielzeug, hieß ja, diese Rupfentiere hatten ja dann diese Zertifizierung bekommen, therapeutisch wertvoll. Also das lief dann schon unter therapeutisch wertvollem Spielzeug. Habe ich dann einen Kunden aus Japan getroffen, auf der Messe in Nürnberg, und er sagte zu mir, oh, wo kommen die tollen Sachen her? Mit denen arbeite ich seit 12 Jahren in Japan als Sonderpädagoge. Und da habe ich gesagt, ja, ich mache die nur jetzt wieder selber. Die Anfänge liegen in den Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, und ich habe unterdessen viel anderes gemacht und jetzt versuche ich das wieder zu beleben oder zu erhalten. Das hieß natürlich auch, dass Ihre Urheberschaft durch diese sehr seltsamen, devisengesteuerten Export-Import-Geschäfte der DDR, dass Ihre Urheberschaft da völlig... War unbekannt. Unbekannt, im Dunkeln. Ja, und ich meine, was, das haben Sie gemacht? Und er ist dann nach der Messe sofort zu mir nach Sonneberg gefahren, und dann ist eine 17-jährige kontaktgute Arbeit, bis ich eigentlich im Rentenalter war, ja, dann ging ja noch mal was Neues los, aber bis ich 64 war, haben die dann mit mir eigentlich fast alles, was ich gemacht habe, ist dann nach Japan gegangen. Wir haben Vortragsreisen in Japan gemacht, und was für mich sehr wichtig war, meine Sachen, also mein Spielzeug, auch neue Sachen, nicht nur die aus DDR-Zeiten, die ich weitergemacht habe, sind dort in die Hände gekommen, die ich wollte. Nämlich nicht auf dem Kunstmarkt, sondern in Kindergärten, in Behinderteneinrichtungen, in sonderpädagogische Einrichtungen, Kinderbibliotheken. Das habe ich auch dort selber erlebt. Ja, in den Kindergärten war ich ja auch zu Gast dort. Integrative Einrichtungen, wo die gesagt haben, oh, wir Wahnsinn, wir machen das, wir brauchen das für unsere Arbeit, und die Kinder sind glücklich damit. Also das war schon für mich eine große Freude, dass ich gemerkt habe, auch ohne dass jemand wusste, dass es aus Sonneberg und von mir stammte, denn die westdeutschen Kunden haben das ja verschwiegen. Die haben ja den Japanern nicht gesagt, das importiert man aus Ostdeutschland. Die haben nie erzählt, dass es aus dem Osten kommt. Ne? Und das ist dann eigentlich erst alles nach der Wende aufgeklärt worden. Und das, also ich glaube, Frau Müller, wir alle, wie wir hier sitzen, könnten Ihnen bis Mitternacht lauschen. Also das ist Gottes Willen. Nee, das ist wirklich so. Könnte jeder von den so anderen Kolleginnen also. Wir müssen jetzt leider zum Schluss kommen. Und was mir jetzt auch in unserem Gespräch aufgefallen ist, dass Sie alle, und ich spreche für Karl-Heinz Adler, den ich ja sehr, sehr gut gekannt habe, so eine gewisse zu Ihrer kreativen Tätigkeit und auch zu Ihrer Außenwirkung so eine Bodenständigkeit mitbringen, also sowas wirklich Verankertes im eigenen Tun, Zutrauen zum eigenen Können, aber darüber hinaus eigentlich keinerlei Ornament mehr. Und das gefällt mir, weil ich versuche ja immer, diese Einzigartigkeit dieser Kunst- und Kulturlandschaft vor 89 in Ostdeutschland so zu identifizieren, was die Besonderheit ausmacht. Und vielleicht könnten die jede von Ihnen, und wenn das jetzt nicht auf den Punkt ist, ist auch nicht schlimm, nochmal abschließend sagen, was eigentlich die Essenz dieser, in dieser Zeit gereift zu sein, in dieser Zeit seine Kreativität entwickelt zu haben, was das Besondere daran war, gerade da und in diesem Hier und Jetzt damals sich durchsetzen zu müssen, die, ja, vielleicht. Ich glaube schon, dass es ein großes Glück war in dieser Zeit, wo Geld nicht so eine große Rolle spielte für uns. Für mich ist das, also für eine Mutter mit vielen Kindern, auch ein ganz großes Thema gewesen, dass wir wirklich mit den Materialien, die da waren, und mit dem Wort, das habe ich erst viel später gelernt, Beruf, heißt, kommt ja von Berufung, das gibt es im Französischen zum Beispiel gar nicht, dieses Wort Beruf heißt da irgendwie ganz anders, und dass wir damit so gut konfrontiert wurden und aus dieser Knappheit uns so formen konnten, und auch das
ziehe ich zum Beispiel bis zum heutigen Tage durch. Also ich habe mein Leben lang nichts anderes gemacht, außer Theaterprojekte, Mode, habe eine Designer-Kollektion und Kinder gekriegt. Und um die zu ernähren, musste man eben zusehen, was es gerade für Material gab oder was die eigene Geldbörse hergegeben hat und auch aus völlig unspektakulären, preiswerten Materialien, Stoffen. Ich habe damals auch Rupfen und auch Postsäcke verarbeitet. Die wurden dann auch im Museum angekauft und so. Dass ich denke, ja, das wollen die Leute. Das ist der Zeitgeist von jetzt und von heute. Und das zieht sich wirklich durch bis zum heutigen Tag, dass ich davon zehren kann durch Improvisation und durch Kreativität Dinge umzusetzen. Sagen wir mal, wie meine Mama immer sagte, Gold aus nichts machen, aus Kacke oder so. Also das irgendwie so umzusetzen und dann auch noch schön zu präsentieren im besten Sinne durch eine Ausstellung oder mit Künstlern oder so. Ja, dass das so ein Gesamtbild ergibt, ja. Dankeschön. Und zu dir kann ich nur noch sagen, dass das Schönste war auch in deinen Werkstätten, einfach weil es gemütlich war. Mhm. Ich war auch in deiner gemütlich. Werkstatt. Ja, ich wollte auch immer so eine Keramik bemalen, aber ich kann ja nicht malen. Ja, gemütlich. Ja, es war gemütlich. Ja. Und es war ein Kommen und Geben und jeder brachte seine Themen mit und die anderen haben sich das angehört und sich dran gefreut. Und ich besonders, also Keramik machen bedeutet, dass man sehr viel nur bei dem, was man tut, ist. Man hat sehr wenig Zeit, sich um andere Sachen zu kümmern. Und deswegen war das für mich so ideal, weil mich ja auch viel interessierte, dass die Künstler zu mir kamen und während wir den Tee tranken, dann erzählten die von der Ausstellung und der brachte die neue tolle Musik mit und der lästerte über das und der machte das und dann haben wir zusammen gearbeitet. Also es war für alle beglückend und kreativ. Es gab auch Auseinandersetzungen und Konkurrenzen und so weiter, aber es war einfach sehr lebendig, ja. Und das ist auch das, was ich davon hatte, ne? Also ich hatte auch die hohe Telefonrechnung und musste sehen, dass im Kühlschrank was ist und dies und das. Aber trotzdem, es war ein Leben, was eben zu mir kam, in die Werkstatt. Und als Töpfer ist man einfach doch ziemlich alleine mit seinem Material. So authentisch und überzeugend, dass da ich will die DDR nicht zurück, aber das hätte ich gern zurück. Ja, es war nur in ihre Werkstatt. Es war natürlich mit den Gewerbemieten und den Wohnmieten ideal. Ja. Und ja. Dankeschön. Ja, vielleicht. Ja, kurz. Also mit der freien Kunst, mit der konstruktiven. Karl-Heinz Adler, ja. Konkrete Kunst. Wurde es eigentlich bei uns als besser 1990 mit der Wende. Da hatte er ja dann auch die Berufung nach Düsseldorf und so verschiedene Kontakte mit wirklich bedeutenden Leuten, was vorher ja gar nicht war. Und da hat er eben seine... Doch, Polen. Polen, ja, Polen. Ja, klar, Polen. Und ja... Die freie Kunst, die ist bis zur Wende, die ist immer gelaufen, aber sie wurde von überhaupt niemand akzeptiert, alle Parteien so, sowieso nicht. Aber es gab ja gewisse Affinitäten zu der architekturbezogenen Kunst und dadurch war das dann auch abgerundet und schön und wir hatten auch viele Freunde im westlichen Ausland und ja, dadurch hat sich das rumgesprochen, dass er dann eben Professor in Düsseldorf wurde und dadurch. Ich hätte mir so vorstellen können, dass das fehlende Öffentlichkeit oder so eine Stigmatisierung durch die offizielle Kulturpolitik, dass die auch wiederum zu einer gewissen Unbefangenheit in der Atelierpraxis führt. Ja. Weil muss der ja keinen Kopf machen, also wie das, ob das ausgestellt wird oder nicht. Und es wird auch niemand verreißen, Kritiker oder so, weil... Naja, es stand das nicht, aber es war schon gefährlich, es stand öfter bei uns die Stasi vor der Türe und naja, da wusste man nicht genau, wie man dann reagiert. Nicht? Aber es ging letztlich alles gut. Es ging um die, meine Frage ging ja wirklich um die Strategien und
Fertigkeiten, die Mann, Frau sich in der DDR genau. trotz oder wegen der schwierigen Situation erkämpfte. Ja. Dankeschön. So, liebe Frau Müller, das Schlusswort, was nehmen Sie oder was hat genau diese Zeit für Sie bedeutet oder bedeutet es heute noch? Ja, ich möchte sagen, wir haben alle durchgängig, die auch bei uns in der Arbeitsgruppe waren, eine sehr, sehr profunde Ausbildung genossen. Wir hatten eine super Studienabschlüsse mit sehr viel Erfahrungen von unseren Dozenten übermittelt bekommen. Und wir haben einfach die Lust und den Mut gehabt, daraus was zu machen. Wir haben uns gefunden und haben gesagt, Menschenskinder, jetzt machen wir was, auch wenn es eigentlich gar nicht geht. Wir haben aus nichts was gemacht, wie man so schön sagt. Wir haben uns die Stämme aus dem Wald holen lassen oder geholt. Wir haben nach jedem Traktor uns umgeschaut, der uns mal irgendwas auf den Spielplatz zieht. Also wir haben versucht, mit den raren Kapazitäten, materiellen Kapazitäten, die wir hatten, einfach was Tolles zu machen. Und der beste Lohn ist ja, wenn dann die Kinder kommen oder die kamen auch zum Teil schon während der Bauphase von den Spielplätzen mit und haben dann gesagt, oh, ich habe Schleifpapier von meinem Opa gekriegt und wir machen heute, wir helfen mit, ja. Also eigentlich die gute Ausbildung, diese Bescheidenheit, in der wir gelebt haben, Geld war eigentlich völlig untergeordnet. Wir haben selber gekocht und gebacken und genäht und gemacht. Und die Kinder, unsere Kinder sind in der gleichen Atmosphäre mit den anderen der Kollegen und Freunde aufgewachsen. Also wir haben in dem Sinn keinen Mangel erlebt, muss ich wirklich sagen. Geistlichen vielleicht ein bisschen, das haben wir bei Sinder gemerkt, was uns vielleicht entgangen ist. Aber im Großen und Ganzen waren wir glücklich mit unserer Arbeit, auch durch die Möglichkeit, über den Künstlerverband uns verwirklichen zu können. Also das muss ich wirklich sagen, das wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, DDR uns ist alles vermiest. Das war bei uns wirklich nicht so. Vielleicht lag es auch an der Thematik für Kinder, Spielzeug. Und wir waren eigentlich frohen Mutes, waren junge Leute und haben gesagt, wir machen einfach was, auch wenn es schwer ist und aus. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Renate Müller. Gerne. Vielen Dank, Ingrid Adler. Vielen Dank, Wilfriede Maas. Und vielen Dank, Sabine von Oettingen. Was nehmen wir mit? Wir nehmen mit, dass alle Klischees und politischen und ideologischen Stereotype plötzlich gar nicht mehr so greifen, wenn wir an die persönlichen Biografien gehen und erzählen lassen aus den eigenen Erfahrungen mit Kreativität und Kultur in Ostdeutschland. Und damit möchte ich auch schließen und ganz herzlich für die Aufmerksamkeit auch danken.